Was ist ein Herzkreuzer? 10 Fakten über Steinböcke. Es ist Herbst in den Alpen und um Steinböcke zu sehen, müssen wir weit hinaufsteigen. Ihr bevorzugter Lebensraum liegt auf 2000 bis 3000 Metern Höhe. Der Steinbock ist nicht nur ein Sternzeichen, sondern auch der König der Alpen. Heute ist der Steinbock sehr selten anzutreffen und man kann ihn nur an einigen Orten in den Alpen sehen. Wir sind in der Nähe des Tannheimer Tals unterwegs. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Steinbock sehr bejagt. Nicht nur wegen seinem Geweih, sondern auch wegen einer kreuzförmigen Verknöcherung in seinem Herzen, das sogenannte Herzkreuzer. Dieser Verknöcherung wurden potenzsteigernde Wirkungen nachgesagt. Der Steinbock war nahezu ausgestorben, aber im Paradiso-Gebiet in Italien konnte sich eine Population von 100 Stück halten. Diese wurden 1821 unter Naturschutz gestellt und alle anderen Populationen stammen von dieser Population ab. Von hier verbreitete sich der Steinbock in die Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland. Heutzutage leben wieder 40.000 Tiere in den Alpen an 100 verschiedenen Stellen. Der Steinbock knabbert Bäume nur bei sehr viel Schnee an. Dies wird von Waldbauern sehr geschätzt. Der Steinbock ernährt sich hauptsächlich von Kräutern, Gräsern und Sträuchern. Steinböcke sind wahre Klettermeister. Dies liegt daran, dass sie besondere Hufe haben, die stark verhornt sind. Ränder der Hufe sind perfekt, um auch auf kleinen Absätzen zu stehen. Und der weiche Ballen verhindert das Abrutschen. Die Oberfläche der Hörner ist bei weiblichen Tieren fast flach. Beim männlichen sieht man die typischen Höcker. Wie bei einem Baum mit Jahresring kann man das Alter eines Steinbocks an den Zuwachsringen an den Hörnern erkennen. Das bedeutet, um das Alter eines Steinbocks festzustellen, muss man nur die Ringe an den Hörnern zählen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie alt dieser Steinbock ist. Die Brunftzeit der Steinböcke ist von November bis Januar, dennoch werden Kämpfe und Rangordnungen bereits im Sommer ausgefochten, da man sich für die kalte Jahreszeit schonen muss. Ich würde mich über ein Abo, einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.